die Rösterei besonders ist. Besonders, weil dort behinderte Mitarbeiter beschäftigt sind und sie Kaffee rösten dort. Ja, die Arbeit macht mir Spaß, weil ich Kaffee verpacke und hier den Kaffee mahle und zuschweiße, die Tüten. Und wenn das weit ist, wird hier hochgezogen, dann gehen die hier in die Trommel. Und dann werden die Trommel geröstet. Bei 200 Grad. Heute war der BVMW zu Gast. Und ich empfinde es als sehr gut, dass wir heute mal Gäste hatten. Wir sind auch froh drüber. Wir haben auch Kaffee verkauft. Der fast 15 Liter, der Röster. Und die Bohnen werden bei 200 Grad, über 200 Grad geröstet. In einer Trommel, in einer großen. Ja, frisch geröstete Kaffee. Richtig? Das ist der frisch geröstete Kaffee, der hier aus dem Röster kommt. Und wir sehen uns auch nicht mehr als erster und zweiter Arbeitsmarkt, sondern wir haben hier Teilhabe an Arbeit zu liefern und sind genauso auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt präsent. Ich bin seit Juli 2022 in der Rösterei besonders tätig. Mir gefällt es sehr in der Rösterei. Ich möchte hier bleiben.